Hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Heute möchte ich euch in einem Review mal den australischen Fotografen Peter Coulson vorstellen. Der kommt aus einem Ort Olinda, das ist unmittelbar bei Melbourne, am äußersten Südzipfel von Australien. Der Gute unterhält ein riesiges Studio. Er ist ungefähr in meinem Alter, fotografiert mit sehr reduzierter, aber sehr hochwertiger Technik. Und ist vorzugsweise im Schwarz-Weiß-Bereich tätig. Das bedeutet, er fotografiert zwar farbig, aber wandelt das dann in seiner Software in Schwarz-Weiß-Bilder um. Und dass er das mit sehr viel Stil macht und teilweise auch mit außergewöhnlichen Fotoideen, das könnt ihr dann unter anderem auch auf seiner Webseite bewundern, die ich euch natürlich wie immer unten in der Beschreibung dieses Videos verlinkt habe. Dann lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, liebe Freunde, wir haben wieder bei mir hier im Studio. Lasst uns gleich mal loslegen. Die Beck, das ist seine Assistentin, wird hier kurz erklären, worum es in diesem Shooting geht. Ich werde da dann noch wie immer ein bisschen nachhaken und euch das noch eindeutschen, sodass ihr da keine Probleme habt, das nachzuverfolgen. Dann starten wir mal durch. Hey guys, welcome back to our channel. Today we have got Anna and her husband Josh in the studio. They have an awesome band called Anna. I will leave a link down below to their YouTube so you can check them out. So they've come in today to get some promotional shots for both the band and also for Ormsby Guitars, which are incredible. I will also leave a link for those below. And we're just going to show you a couple of the different looks that we've been doing. And if you want to see the other ones that we've also been doing, you can head over to Inspire for some little additional looks that we shot today. Also worum es jetzt hier geht, das ist ein Werbeshooting für eine Band. Dazu ist eine Sängerin da, die heißt Anna und die Band heißt Anna Band. Und die ist da mit ihrem Ehemann zu Gast und gleichzeitig wird so ein bisschen Promotion gemacht für eine Gitarrenmarke bzw. einen Gitarrenbauer, der wohl da ortsnah ansässig ist. Das werdet ihr dann gleich sehen. So this little bit that we're doing is just for a guitar manufacturer and a bit of a promotion for Anna Band. It's Ormsby Guitars and we just want to get a nice promo shot for the two of them. And we've already shot this a little bit. We just thought we'd finish up now. That's really cool. It's really cool. That's really pretty. That's really cool. Now I prefer it with your head up like that. And I really like the sort of a look away maybe just so it's yeah. So, also ich muss gleich mal erklären, dass man jetzt von dem Blitz nicht viel sieht. Das liegt einfach auch an der ultrakurzen Abbrennzeit. Der Gute fotografiert mit einer Hasselblad Mittelformatkamera, dass die Blitzsynchronzeit aufgrund des Zentralverschlusses dann relativ zweitrangig. Und die Blitze, die er benutzt, das sind Broncolor-Blitze und die haben von Natur aus eine kurze Abbrennzeit. Das bedeutet, dass sich hier dann natürlich auch Bewegungen mit dem Ventilator, zum Beispiel wehende Haare, super, super gut einfrieren lassen. Im Hintergrund seht ihr da noch den Gatten herumsitzen, der hier fleißig mit dem Smartphone noch videografiert. An der Klampfe selber ist unschwer zu erkennen, dass das wohl mehr in Richtung Heavy Metal geht. Aber ich habe mir mal ein Video reingezogen von dieser Anna Band. Also, das ist jetzt durchaus nicht so die ultra brutale Richtung. Wer sich dafür interessiert, Leute, das Originalvideo verlinke ich euch natürlich wie immer unten in der Beschreibung dieses Videos. Schauen wir mal weiter. They're beautiful. So I'm thinking about some of the old fashioned shots of pin-up and things like that. Quite often they had the models looking away for them. Just, yeah, they're beautiful, beautiful. Muss man gleich dazu sagen, der Peter Coulson, der fotografiert in der Masse schwarz-weiß. Das bedeutet aber für ihn, er nimmt farbig auf über die Software Focus. Das ist also die Hasselblad eigene Software zur Bildbearbeitung. Das ist so was Ähnliches wie Lightroom, bloß noch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, noch detaillierter und weiter gestreut von den Möglichkeiten. Da wird es dann in Schwarz-Weiß konvertiert. Das macht er immer ad hoc. Deswegen seht ihr auch hier beim Tethered Shooting, also das läuft ja über Kabel direkt in den Rechner hinein, seht ihr dann hier auch gleich Schwarz-Weiß-Bilder. Okay. Cool. Yeah. Stunning. Stunning. Just let me check. Yeah, that's absolutely beautiful. That's really pretty, Anna. I think we've nailed that.
So let's get into the other stuff for the band. So this is. So, jetzt habt ihr gesehen hier in dem Bild, er hat natürlich oben relativ viel Raum. Wenn das jetzt zum Beispiel eine Fotografie sein soll für eine CD-Hülle, was es ja dann auch entsprechend werden wird, dann braucht man oben natürlich auch Platz, um den Bandnamen unterzubringen oder etwaige andere Credits, natürlich auch wie den Namen der Single oder der EP. Deswegen hat er halt oben so viel grauen Raum gelassen. Finde ich eine schöne Bildidee, passt. Just going to be waist high, this shot. So I'm just going to bring the octa up and just frame it to how I want it. Get my exposure right. And yes, I'm just cooking on Anna a bit. I might just roll the light over. Rather than turn up and turn it down, I'm thinking of just maybe just rolling it down a bit. Take the direct. Also ihr seht, das ist kein kleines Studio, was er hat. Tatsächlich ist es eine Industriehalle. Das Ganze ist also noch extrem weitläufiger, als ihr das hier überhaupt sehen könnt. Es gibt dazu auch ein Video, wo er eben sein Studio komplett vorstellt. Ist brutal, was für Möglichkeiten er hat. Das, was ihr hier seht an der Octabox, das ist dieser Manfrotto-Stand. Der ist also komplett wie ein Kran dann fernsteuerbar, sodass er das ganze Teil auch gut bedienen kann. Wie gesagt, Blitz ist im Broncolor, das ist also alles nicht das Billigste vom Billigen. Und sogar der Kugelkopf, mit dem er an dem Studiostativ arbeitet, kostet normalerweise voll aufgerüstet weit über 1000 Euro. Ich blende euch das hier mal ein. Das ist also das Beste vom Besten, was er hat und mit was er auch arbeitet. Power off it. So I don't want the background too bright. That's sort of nice. Let's see what we get there. Thinking of liking, except I think I want to get a bit of bounce on this. Die blauen Stellen, was ihr hier jetzt auf dem Bustier von Anna seht, das sind dann die ausgefressenen Bildstellen, also wo das Weiß eben leicht überstrahlt. Ja, das ist oben auf der Stirn der Fall und eben auf dem Bustier. Und das versucht er dann natürlich zu eliminieren, so gut es geht. So I've dropped the bounce in there. I might get Anna to take half a step backwards. Out there, perfect. And what that is, that's going to turn the light down. So I want to keep the background about the same as what it was. Cool. So give me a really nice lighting on her face now. That's kicked up really nice. Also was ihr jetzt hier auch gesehen habt, er arbeitet wie ich auch sozusagen mit einem Zangenlicht. Jetzt ist das im Prinzip kein echtes Zangenlicht, sondern unten hat er einen Reflektor und die Octabox strahlt also feathered auf das Modell. Das bedeutet, der Kernlichtpunkt geht auf den Reflektor und sie bekommt sozusagen ein Randlicht mit. Und das erzeugt eigentlich ein schönes, natürliches Licht. Das ist auch hier sehr gut zu erkennen. Abgesehen davon, dass das Mädel ausnehmend hübsch ist und einen sehr sensiblen Ausdruck hat. Finde ich toll. Ist natürlich klasse. Für ihn auch zum Arbeiten. I'm not caring about the, of course, the top's going to overexpose. How close am I to overexposing? Right on the edge. I'm going to crop tighter. That's really pretty. That's really pretty. If you see that I've got a fall off on this side of her face from this side, and that's just because I've moved the camera slightly across. So if I move the camera across a little bit more, I'm going to get a little bit more cut from one side of her face to the other. So stay where you are, but just, yeah. No, but you can turn to me. Does that make sense? Yeah. Yeah, see, I'm liking that much better. So you'll see the difference. Just that rotate of me moving the light hands, it made such a big difference just by moving across to one side. I think I'm pretty happy with that. I know Anna's going to love it in color, but it hurts me eyes. Now it doesn't. Now I want to give this my bit of chrominess to the skin and pop it out. Just quickly bring up some shadow fill. Yeah, I think that shot's working for me. Turn off that. Ja, da sieht man also auch, wie er das jetzt in Schwarz-Weiß umwandelt und dann natürlich auch mit dieser Kurve weiterarbeitet. Er ist übrigens kein besonders großer Fan von Lightroom.
Nicht, weil er sagt, es wäre schlecht, sondern ausgerechnet diese Manipulation der Gradationskurve, was er hier gezeigt hat, die ist in Lightroom leider so einfach nicht möglich. Da muss man dann mit mehreren Anfassern arbeiten. Man kriegt es fast identisch hin, aber es dauert einfach viel länger. Und er benutzt eigentlich im Prinzip immer die gleichen Kontrasteinstellungen für seine Bilder. Er hat auch einen sehr eigenen Bildstil. Wenn ihr euch mal auf der Webseite von ihm verlustiert, er hat auch wahnsinnige Bildideen. Also das geht teilweise schon sehr in Richtung Makaber, was er da produziert. Ist absolut sehenswert für jeden Fotografen, auch wenn man den Stil jetzt so nicht unbedingt mag. Allein die Ideen sind schon toll. Und er arbeitet sehr reduziert. Ihr seht hier in der Hauptsache mit einem einzigen Hauptlicht. Cool. Yeah, let's see what we get from this. All right, you ready? Cool. So get on stage. Show me some of your attitude that you showed in your music video from stage. Cool. Cool. That's really pretty. Ah, toller Ausdruck. Got one other thing I might do. Ja. We know how much Anna loves Beyoncé. Yes. Das seht ihr mal, ist jetzt auch lustig. Er benutzt jetzt natürlich keine Windmaschine, die kann er da jetzt mit diesem Reflektor auch gar nicht gut aufstellen, sondern er nimmt so einen akkubetriebenen Ventilator zur Hilfe. Ja. Und da seht ihr jetzt auch von der kurzen Abbrennzeit her natürlich auch in der Qualität, dass also diese Broncolor-Blitze da absolut super mitarbeiten. Also da ist nichts mit High-Speed-Synchronization oder so, sondern das macht der Blitz. I'm just gonna get my focus first on her so I don't have to focus and refocus. That's really cool about there. Oh, that's nice. You're gonna keep your hands up a lot. I'll just do a couple like this, all right? So. Er kann jetzt natürlich von Hand auslösen, auch ohne Auslöseverzögerung. Das ist bei diesem Stativ natürlich kein Problem. Leute, die Dinger sind schweineteuer. Ich hatte mal Gelegenheit, im Studio damit arbeiten zu müssen, leider erstmal zwangsweise. Habe mir aber dann doch wieder leichtere Stative genommen, weil ich unten immer mit den Füßen gegen dieses Stativ gegen diesen Dreifuß gestoßen bin. Der ist ja aus massivem Guss. Ja, und das ja, tat dann auf Dauer meinen Zehen nicht gut. Ich mag die Dinger nicht. Aber es hat natürlich einen Vorteil. Also mit dem entsprechenden Kugelkopf, den er ja hat, ist eine Kamera so zu fixieren, da könnte er, glaube ich, sogar mit einem Baseballschläger auf den Auslöser hauen und das Bild wäre nicht verwackelt. Nice, nice, that's Wahnsinn, really pretty. That's Wahnsinn. really cool. Da merkt ihr auch richtig, er motiviert das Model. Und ich meine, bei ihr ist es anscheinend gar nicht wirklich notwendig, aber die Bilder, die sind wirklich atemberaubend schön. Finde ich klasse. I just want to see, I'm happy with them. I think Anna might like that little bit. I might just do a couple more, but I'm nearly certain that Anna's gonna love these. So Anna's got really good with her selfies. So you'll notice that her eyes will be all on the camera. It doesn't matter where I go. She is just locking in on where the shot is taking. Ja, und das ist eben genau das. Ein Model, egal ob sie jetzt Profi ist oder nicht, wenn sie das richtige Talent hat und weiß, sie muss in die Kamera schauen, damit das gut rüberkommt, dann ist damit alles schon gewonnen. Und sie ist so selbstzufrieden auch mit sich. Sie weiß um ihre Optik und das hat mit Arroganz nichts zu tun, sondern das ist eine gepflegte junge Frau, die einfach weiß, was sie darstellen kann. Und das bringt sie hier auch rüber. Und das muss sie auch. Sie wollen ja verkaufen. Cool.
Ihr wisst ja, ich bin kein Freund von Serienfotografie. Das ist aber jetzt wirklich die Ausnahme, wo es absolut notwendig ist. Ich würde es allerdings mit einem Fernauslöser machen. Das wäre dann jetzt für mich bei meiner Technik, die ich habe, das probate Mittel. Ich habe da natürlich ein Problem. Also meine Blitze haben eine deutlich längere Abbrennzeit. Das würde bedeuten, dass die hinten wehenden Haare dann doch recht unscharf rüberkommen. Also die meiste Auslenkung haben vom Wind her. Ja, wie kann man das Problem lösen? Nun, das ist gar nicht so schwer. Ihr nehmt zur Hilfe dann Aufsteckblitze, also Systemblitze. Und mit denen, wenn ihr die nur auf die Hälfte oder auf ein Viertel runterdreht, aber dann zwei bündelt, habt ihr auch eine hohe Lichtintensität und habt aber Abbrennzeiten von einer Zehntausendstel Sekunde ungefähr. Weil die Dinger, die brennen unheimlich schnell ab, viel schneller als Standardstudioblitze. Und so friert ihr die Haare auch ein. Ich zeige euch hier jetzt nochmal ein Bild von einem Glas Whisky, ein Splash-Bild. Da habe ich das ganz genauso gemacht. Das waren drei Blitze, es erfordert nur etwas technische Vorbereitung, auch von der Umgebung her. Es muss natürlich absolut finster sein, aber dann klappt das auch. I reckon we've got to have something in that lot. So, we'll do a change. Okay? So, as soon as her feet leave the floor, I normally click. Cool, that's cool. Just, yeah, cool. Even just a heap of movement. Like you're on stage. Just keep moving. Like not just jumps, just swings and you follow. Yeah. Do you want to put that sparkle top on? Yeah. So this look was only really going to be used for our Inspire platform, but it was looking really good. So we've put a top on Anna because she was doing Implied before. All I've done is I've moved the light up high and pointed it down. So most of the power's at Anna's face. Well, I'm ready whenever you are. Und da fotografiert er natürlich mit einer großen Brennweite, das ist klar, er geht auf Distanz. Er will ja den Raum auch mit einfangen. Und nochmal, das hängt natürlich auch technisch damit zusammen, dass diese Bilder ja auch nachher Verwendung finden könnten auf einem Cover. Und da muss auch eben genug Platz noch übrig sein für Text, für das Bandlogo und so weiter und so fort. Außerdem, also auch mit diesem selbstgestalteten Hintergrund, das hat er mit Sicherheit selber gemacht, ist es so, der wirkt schon allein sehr, wie soll man sagen, ja, so industriell interessant, finde ich klasse. Habe ich ja in meinem Studio auch so ähnlich versucht zu realisieren, werde ich auch noch ein bisschen weiter optimieren. Da macht es natürlich auch schon was aus, wenn ein Model auch mit dem Hintergrund dann sozusagen dann abgebildet wird. Finde ich schön. Cool. Just be careful when you bring it in front of your face, because we can't see your face. So just bring it just below your face. So, und das ist natürlich eine übliche Anweisung, das ist klar. Wenn die junge Dame dann ein bisschen im Schwung ist und natürlich die Hand mitsamt diesem Rock dann vor das Gesicht zieht im Schwung, dann sieht man ihr Gesicht nicht mehr. Das ist natürlich nicht gewollt. Er gibt auch völlig korrekt und sehr freundlich und nette Anweisungen. Also ich habe mir einige Videos jetzt von ihm angeguckt, wie er mit seinen Models umgeht. Ist absolut vorbildlich und so macht man das auch. In keinster Weise demotivierend oder gar aggressiv oder gar bestimmend, sondern er macht es immer mit einem Lächeln. Ja, und so muss das auch sein. Und das gefällt den Leuten natürlich auch. Und deswegen hat er auch so einen Erfolg. And if you're going to swing it around with your legs, maybe get your legs more on point and that. Don't be flat-footed as you're doing it. Because it makes your legs look short and stumpy. Yeah, yeah. Ja. Cool. Flat-footed, all right? Yeah. And just on stage, the band's going sick, all right? Just watch your face. So try and keep a nice face. That's cool. And you also don't have to do it as quick. I know you got a lot of. Schaut euch mal hier die Lichtschattenwirkung an.
Das ist ganz exquisit. Also er hat sein Hauptlicht zentral gesetzt auf ihr Gesicht und auf ihren Oberkörper generell. Unten fällt das Licht zwar leicht ab, aber wirklich nur leicht. Die Schatten sind aufgrund der Größe der Octabox extrem weich. Und dadurch, dass es das alles so perfekt eingefroren ist, ist die ganze Bewegung von Haar und Rock in sich stimmig und perfekt. Ich meine, abgesehen davon, sie macht es auch gut. Sie macht es wirklich mit Energie. Und das spürt man und das kommt im Bild voll durch. Hair, but just a softer swing will still get enough. Cool. Cool. Nice. And a couple of jumpy type things, all right? Not too high though, just little pops. All right? And maybe spin, a little bit of a spin jump. So stand side on, yeah, just sort of spin from there. So yeah, it'll be a bit noisier now, so we've got two fans going. Ja, das kam jetzt nicht ganz so optimal rüber. Da ist sie ein bisschen schüchtern gewesen. Normal ist das so, wenn dann jemand ins Bild reinspringt, ist das zum Beispiel eine gute Möglichkeit, Bewegung dann festzuhalten. Er hat jetzt unten eine Windmaschine aufgebaut, also mal das richtige Gerät und nicht diesen Milwaukee Industrieföhn. Bin mal gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Hab das gar nicht mehr so genau in Erinnerung. Also ihr braucht nicht meinen, dass ich mir das Video 10-mal reingezogen hätte, sondern das habe ich mir ein, zwei Mal vorher komplett mal angeguckt. So by the way, neben der Arbeit. Going in here, but this fan should just hold her hair a little bit longer. She won't have to throw it as hard. Cool. You can do it much, yeah, just have fun. Yeah, cool. Beautiful. This is very hit and miss, so I'm just got to, you're coming a little bit too far forward, just move back a bit, yeah, there. That's cool. Nice. Back a little bit further. You just snuck, yeah, about there. Can you still feel the fan? Off you go. That's quite cool. That's quite cool, Ja. yeah, cool. Es hat so ein bisschen was von einer Ballerina, wie sie das macht. Sie macht das sehr gut. Kann man eigentlich immer nur wieder, ein Fotograf, der schätzt sich dann einfach glücklich, wenn er so ein Model hat. Really pretty. Cool. Yeah, even that soft rock, just that left and right rock gets your hair working really well too. That's really pretty. Awesome. That's cool. Cool. Nice. You shouldn't have to throw your hair too much now. Cool, beautiful, cool. I'll just put up four or five of the best shots, but this is really hit and miss. You've just got to do a couple of moves and some will work, some won't work. Cool. Back. Stop coming forward. Cool. Now, just to finish off, might just get you to drop on the ground. Of course, you're gonna lay it out perfect. Yeah, that's cool. Ja, jetzt probiert er mit ihr natürlich am Boden auch noch was zu machen. Das ist aufgrund dieses dekorativen Hintergrundes, bietet sich das an. Und dann mit der riesen Octabox kriegt er natürlich auch ein perfektes Toplicht oben auf sie drauf. Ja. Sie motiviert ihn, er sagt das auch. Also er lobt nicht nur sie, sondern er freut sich auch selber und macht ihr Komplimente und sagt: Mensch, das reißt mich echt rum, wie du das machst. Merkt man auch, er ist wirklich auch ergriffen von dem Ganzen. Finde ich schön. Now, I need you to look nearly like you've made a little nest for yourself. A nest, like a bird sitting in your little nest. Just bring it round. I'm just going to drop this light down to turn the power up. Ist natürlich eine tolle Geschichte mit diesem Manfrotto-Teil. Aber dazu braucht ihr auch den Raum. Ich glaube, er hat zwei oder drei von den Dingern. Und diese riesige Parabolbox von Broncolor hat er auch noch, die also weit über 2 Meter Durchmesser hat. Und das, was ihr hier seht, ist nur ein Teil seines Studios. Also das Ganze ist 3, 4 Mal so groß, was er da zur Verfügung hat, mit einem riesigen Fundus an Klamotten und an High Heels, Schuhen für Frauen und so weiter und so fort. Also irre, ja. Also ich habe schon viel
was ich euch damals in meinen Videos gar nicht gezeigt habe, was da alles an Hintergrundstoffen und Seiten, Satinstoffen und so da ist. Aber er, ja, der hat natürlich in über 20 Jahren da einiges angesammelt. And have it just from above. Oh, that's really pretty, that's really pretty. So I'm just now going to get a much softer, like little lost or broken bird, crash to the ground. It's going to come in a tiny bit. I do want a fair bit of negative space around this. Cool, beautiful, beautiful, beautiful. That's really pretty. Cool. Do you want to push off your hair a little bit, just with your hands? Just get a little bit more volume. That's it. Now, let's pull back in now. They're really pretty, really soft. That's really pretty. Think about your little cats waking up in the morning. Cool. That's really pretty. Gorgeous. Gorgeous. Yeah, I'm really liking these. I'm really liking their beautiful eyes. That's it. Soft eyes. Can you cross your legs or just pull them in and pull some of the tulle over your legs? So if you cross them and drop them lower, so just cross your legs like there, like that, and pull it, yeah, just the tulle, just like that. Perfect. Perfect. Cool, cool. I really like that. Stunning, stunning, stunning. This is, yeah, cool. That's really pretty. Just one dude. Also keine Sorge, wir sind jetzt gleich durch mit der Geschichte. Sagenhaft. That look away shot we did before. So just that look out there. That's cool. Chin up a little bit. Cool. See, always guaranteed a beautiful shot with a look away. But for me, I want the eyes into the camera. Cool. Back to me. Because then you get the real feeling. That's it. Beautiful. Cool. That's stunning. So we hope you guys enjoyed that. As I said, there will be some extra looks over on Inspire, link down below. But if you want to stay on YouTube, I'll put up some other videos with Anna now. Ja, das war also die Beck, die dann auch immer die Anmoderation macht und die Abmoderation. Seine Assistentin, die auch für ihn viel modelt und gerade auch für diese Videopräsentationen, macht sie sehr gut. Ist ein bisschen durchgeknallt, das Mädel, aber sowas braucht man auch. Ja, die hat er fest angestellt als Assistentin. Ich habe zuerst gedacht, es wäre seine Tochter, bis ich dann mal herausgefunden habe, wie die beiden sich kennengelernt haben. Da gibt es auch ein Video drüber. So, jetzt seht ihr das fertige Bild. Da habe ich dann, oder eins der fertigen Bilder, da habe ich natürlich als Produktfotograf etwas zu bemängeln. Ja, ein super Bild. Und was bemängle ich natürlich? Ja, die Spiegelung. Der Gitarrenbauer, der wird das Bild so nicht mögen, denn die Reflexion auf der Gitarre verbirgt dann völlig die Holzstruktur und die schöne Lackierung, die er dem Teil verpasst hat. Aber ansonsten ein sehr anschauliches Video. Sehr, wie soll man sagen, finde ich auch motivierend. Ihr müsst euch immer eins vorstellen. Ihr sagt, ja, der hat Broncolor, der hat kurze Abbrennzeiten. Im Prinzip ist es für euch völlig egal. Habt ihr zur Verfügung eine Okta oder eine große Rechteckbox? Habt ihr zur Verfügung zwei oder drei Speedlights mit dem entsprechenden Adapter, sodass ihr die in die Box reinstrahlen lassen könnt? Dann habt ihr die technischen Möglichkeiten, ob ihr jetzt mit einer Crop-Kamera, mit einer Vollformat fotografiert. Das muss keine Hasselblad sein. Absolut nicht. Und dann bekommt ihr ein ähnliches Ergebnis. Und dann geht ihr einfach in eine Industriehalle, fegt den Boden vorher ein bisschen sauber. Und dann habt ihr genauso dieses ein bisschen räudige Hintergrundambiente von Zement, Beton oder eben auch von Backsteinen. Es ist ganz egal. Und er erhalte diese Bildwirkung mit etwas Schwarz-Weiß-Nachbearbeitung bestimmt in sehr ähnlicher Form. Und das ist das, was ich euch da auch ans Herz legen möchte. Ich gebe mal wieder zurück ins Studio. So, also ihr seht, das macht er schon wirklich ganz klasse. Kommunikation mit dem Model, Anwendung seiner Technik. Man lernt einfach viel draus von diesen Leuten, die dann doch sehr reduziert arbeiten und sehr fokussiert sind auf ihr Thema und auf ihren Stil. Dann hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht.
und würde mich freuen, wenn ich euch dann bald mal wieder bei mir begrüßen darf. Leute, schenkt mir, wenn ihr wollt, ein Like oder abonniert diesen Kanal. Für die Leute, die neu hier bei mir sind, aktiviert das Glöckchen, damit ihr immer informiert seid, was hier bei mir so Sache ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Alex Schwarz.